Sehr geehrte Frau Stadtverordneten, Vorsteherin, der Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. In Kassel kostet ein Innenstadtparkschein für 30 Minuten 1 Euro, ein Fahrschein kostet 3 Euro. Parken ohne gültigen Parkschein wird mit 20 Euro bestraft, es gibt keine Strafanzeige, auch nicht im Wiederholungsfall. Fahren ohne gültigen Fahrschein wird mit 60 Euro bestraft. Zusätzlich kann ein Strafantrag gestellt werden. Eine Strafanzeige muss eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr verhängt werden. Grundlage für diesen Sachverhalt ist § 265a im Strafgesetzbuch, Anführungszeichen, Erschleichen einer Leistung. Dieser Paragraph ist ein Relikt aus dem Jahr 1935. Die Verkehrsbetriebe entscheiden selbst, ob Anzeige erstattet wird oder nicht. Grundsätzlich steht es jedem Verkehrsbetrieb frei, wie er mit Schwarzfahrern verfährt. Einige verfolgen dabei eine Nulltoleranzpolitik und bringen jeden Vorfall zur Anzeige. Wir wissen nicht, wie es die KVG handhabt, aber ein HNA-Artikel aus dem Jahr 2015 habe ich gefunden, der nahelegt, dass alle angezeigt werden. Ich zitiere: 38 Personen sind bei einer gemeinsamen Kontrolle von Beamten des Polizeireviers mit dem Mitarbeiter der Kasseler Verkehrsgesellschaft am Dienstag zwischen 11 und 18 Uhr beim Schwarzfahren erwischt worden. In Klammer, es waren insgesamt 565 Fahrgäste kontrolliert worden. Gegen die 38, die keinen gültigen Fahrschein hatten, wird nun wegen Leistungserschleichung ermittelt. Also gegen alle. Und was passiert dann? Gerichte verhängen inzwischen generell immer häufiger Geldstrafen statt Freiheitsstrafen. Das hat auch was damit zu tun, dass sowohl die Gefängnisse als auch die Justizapparate stark überlastet sind. Das heißt aber umgekehrt, wer es sich leisten kann, zahlt und bleibt auf freiem Fuß. Die anderen landen im Knast. Jedes Jahr werden so in Deutschland über 50.000 Menschen inhaftiert. Und zwar in der Regel nicht, weil sie nicht zahlen wollen, sondern weil sie nicht zahlen können. Über 90% dieser Menschen wurden wegen sogenannter geringfügiger Straftaten verurteilt, die vor allem mit Armut zusammenhängen. Beispielsweise eben Fahren ohne gültigen Fahrschein oder auch Lebensmitteldiebstahl. Der Anteil derjenigen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, in den Gefängnissen steigt. 3/4 dieser Menschen sind von Suchterkrankungen, psychischen Problemen, von Arbeitslosigkeit, Überforderung im Alltag oder von Wohnungslosigkeit betroffen. Eine Gefängnisstrafe verschärft all diese Probleme. Sozusagen das Gegenteil von Resozialisierung wird hier praktiziert. Wer entlassen wird, muss sich dann nicht nur darum kümmern, wie das erhöhte Beförderungsentgelt aufgebracht wird, sondern hat oft noch viel größere Probleme wie die Kündigung der Wohnung oder des Jobs. Übrigens kostet ein Hafttag in Hessen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr als 130 Euro pro Tag. Und die Verkehrsbetriebe haben überhaupt nichts davon. Herr Vollmer hat im Ausschuss richtigerweise gesagt, dass die Grünen sehr auch auf Bundesebene sich dafür einsetzen, dass dieser Straftatbestand abgeschafft wird. Und dass die eigentlich auch für den Antrag sind, aber dass es in der Koalition mit CDU und FDP nicht geht. Das ist schade, weil die Fakten sprechen einfach eine eindeutige Sprache. Erstens, Schwarzfahren ist kein Hobby, sondern vor allem der Not geschuldet. Zweitens, Anzeige und anschließende Ersatzfreiheitsstrafe wegen Zahlungsunfähigkeit sind teuer und führen nicht zur Besserung. Drittens, die ohnehin überlastete Justiz wird zusätzlich mit nutzloser Arbeit überhäuft. Viertens, die Verkehrsunternehmen haben überhaupt keinen Nutzen von der zusätzlichen Strafe. Die Extrabestrafung von Armen ist erstens dogmatisch und zweitens zutiefst ungerecht. Das hat weder was mit christlichen noch mit freiwilligen Werten zu tun. Der Verzicht auf Strafanzeigen wäre für alle Vorteile. Für die Betroffenen, für die Justiz und für die Allgemeinheit. Deshalb werbe ich hier nochmal für unseren Antrag.